Moin, moin, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Dattelzeit hier mit Two Point Hospital, wo es kürzlich wieder gerumpelt hat. Wir kennen es ja nicht anders. Aber es brennt zumindest nichts. Mitarbeiterkündigung. Die Molly Fairfax, Hausmeisterin, die will ich doch sicherlich eigentlich da behalten, oder? Mal kurz gucken. Hausmeister. Molly Fairfax, wo ist sie denn? Da. Die kriegt hier. Hey. Oh, komm, die kriegt hier richtig Bam. Wenn die noch einmal jammert, dann gibt's Ärger. In Anführungsstrichen. So, Beförderung. Ja, komm hier. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Ach du Schande, da ist auch wieder volles Haus. Es wird nicht besser. Notfall, Station. 4 Patienten, müde Knochen. Kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Muss ja. Ne? Oh, manche gehen da echt nur zur Diagnose hin. Geht weg. Hier gibt's nur Behandlung. So, habt ihr davon. Und schon sieht die Welt wieder besser aus. Mal kurz gucken, wie sieht's hier aus. Da sind die Warteschlangen noch immer angenehm kurz. Sowas können wir vielleicht auch nochmal hier reinbauen in den Trakt. Von mir aus. Sind wir da mal flexibel? Ärzte! Alter, wie viele kann ich davon bauen, bis das Limit erreicht ist? Ja. Ich kann von den Dingern bauen, so viel ich will, habe ich den Eindruck. Komm, ich baue sogar noch eins davon. Weil ich es kann. Eigentlich brauche ich hier eine Megatoilette dann noch. Das heißt mega, aber eine größere. Sagen wir es so. Der nächste Song geht an alle Krankenhauspatienten raus, die immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Ich bin auch so erschüttert. Alle noch am rechten Fleck. Ja, man kann ja auch hier irgendwie 1, 2, 3. Ja! Boah. Jetzt übertreibe ich es richtig. Jetzt gehe ich in die Vollen, in die Offensive quasi. Handtrockner. Boah. Mega geil. Da kann ich mir sogar noch Eiskulturchen hier und dort. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Das hat gut funktioniert. Lendenverzerrung. Ja, soll vorkommen. Ich soll $100.000 in 90 Tagen. Ja. Wir werden von einem Promi besucht. Das schaffe ich in einer Handvoll Tage. Und Agathas 4, Geschäftsführerin der Orbi-Stiftung, wer kennt sie nicht, ist vor Ort. Mal sehen, ne? Ein Arzt wird in der Och ne. Wie gut ist unser Ruf? Unser Ruf ist scheiße gut. Weg damit. Wir können es uns erlauben. Die Epidemie hat das Krankenhaus heimgesucht. Ja, dann soll sie auch wieder heimgehen. Würde ich mal behaupten. Es läuft derzeit gut. Wir sind schon bei 71. Ist Wahnsinn. So, die 100.000 sind auch geschafft. Etwas später, als ich vermutet habe. Gesichtsfraktur, ja, kommt auch vor. Ein Arzt in die Chirurgie, bitte. Ja, kann ich ja mal kurz nachgucken, wie das überhaupt ist. Die Station hier ist normalerweise ohne Warteschlange, das ist schon mal sympathisch. Und die Frakturstation, wo habe ich die? Ah, gute Frage, nächste Frage. Da.
Die scheint auch nicht wirklich ausgelastet zu sein. Beförderung, ja, warum nicht? Immer her mit euch. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ich schaue auch nicht auf die Kondition. Ein Krankenpfleger wird zur Zirkustherapie gebeten. So, brauchen wir noch irgendwie jemanden? Achtung. Ja, guck mal, hier haben wir noch flexibel jemanden. Ich bin gern flexibel. So, das nehmen wir weg, das nehmen wir auch weg. Hungerlaunig. Nö, muss nicht sein. Unhygienisch, nö. Heilerisch begabt. Ja, komm. Dich nehmen wir auch mit. Die immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Hoffe, eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. So, wartezeittechnisch läuft das echt super gerade. Schocktherapie. Auch mal was Neues wieder. Also, neues Altes. Bitte warten. Bitte warten, bitte wenden. Aber Vorsicht mit den Händen. So. Objekt T. Zimmer, Schocktherapie. Irgendwo haben wir die. Hoffe ich. Da ist es ja. Ja, passt schon. Man muss nur wissen, wie. Dann bräuchte ich noch mal hier irgendwie Eiskulturchen. Entlader ist ganz praktisch. Dann kriegen wir auch das noch hin. Dann Schocktherapie haben wir doch noch irgendwo genau. Da können wir eigentlich ganz viele von machen. Das wird richtig funky hier. Ups, das gehört zu der künstlerischen Freiheit. Deswegen mache ich hier auch nochmal, dann passt das wieder. So, haben wir das schon mal. Das ist fast so schön wie unsere eine Psychiatrie irgendwie, ne? So, haben wir auch das. Dann brauchen wir nochmal ein paar letzte Eisbeulen hier. Wo haben wir sie denn? Eiskulptur, da. Und halt so schönes nochmal hier ein und fertig. Ja, passt doch. Man muss es nur wollen. Dann pflanzen wir auch nochmal hier ein paar Dingers hin. Weil hier das irgendwie temperaturtechnisch gerade ein bisschen doof ist. Hier machen wir mal ganz großzügig das Ganze irgendwie gestalten. So, passt schon irgendwie. Muss ja. So, dann können wir da irgendwie nochmal eine Sitzecke oder so. Eine katastrophale. Ups. Ein Arzt wird in der Forschung einmal so benötigt. Und einmal so. Dann brauchen wir nochmal hier irgendwie Mülleimer und Schneckis und was nicht alles. Und nochmal so ein normaler Automat. Dann könnten wir noch gebrauchen. Haben wir hier irgendwie Zeitschriften? Oder Spielautomat? Wäre auch nicht schlecht. Ja komm, machen wir da nochmal so eine Ecke, so eine schöne. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Yay, machen wir hier nochmal ordentlich Gedöns. Da kriegen wir noch sowas unter. Und dann kann auch die Preisverleihung kommen, ne? Läuft doch schon mal ganz gut. Alle öffnen. Nur 3 Stück diesmal. Also 100 Patienten haben wir gleich. Die Heilungsrate, die ist katastrophal. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der
Wieso ist die Heilungsrate so scheiße? Autor und Fürsprecher der Yeti-Stiftung Bartholomew F. Yeti tritt zum Anlass des 20. Jubiläums seines bahnbrechenden Werkes Viele Haare, viele Bürsten in einer Kunsteinrichtung in ihrer Nähe auf. Uff. Kritiker bezeichnen sein Werk als eindringlich, verwirrend und schön bunt. Wer Yeti begegnen möchte, sollte jetzt schnell zugreifen. Karten in Kürze ausverkauft. Okay. Wieso funktioniert das hier nicht so, wie ich möchte? Vielleicht fehlt es auch gerade an Krankenpflegern, die verfügbar sind. Gucken wir einfach mal, dass wir hier nochmal ein paar verfügbar bekommen. Übelerregend, nein. Ja, kann man nehmen. Nehmen wir nochmal den und... Ja, der ist auch noch motiviert. Was brauchen wir? Ja, wir brauchen hier definitiv Pfleger. Habe ich den Eindruck. Notfall für die Chirurgie. Ja, kommt her. Dann bauen wir sogar noch eine zweite Chirurgie. Dann dürften wir fein raus sein. Wo haben wir die denn überhaupt? Scheiße, ich finde die Chirurgie nicht. Nein. Nee, das ist auch falsch. Wo ist sie denn? Ach da. Nehmen wir das. Kopieren. Und einfügen. Irgendwo. Platz ist. Jo, nehmen wir mal hier. Warum nicht? Kriegen wir hin irgendwie. So, muss ja alles hinhauen. Irgendwas ist hier nicht so ganz. Jo, passt schon. So, dann brauchen wir auch noch hier irgendwie Bänke, habe ich mir sagen lassen. So. Uiuiui. Es wird immer schlechter hier. Wir müssen eigentlich nur in kurzer Zeit eine hohe Heilungsrate haben. Unermüdlich positiv, ja komm. Wir müssen im Moment einfach mal einstellen. Alles auf gut Glück. Grantig. Ja, passiert auch. Ah, wir sind schon mal bei 60%. Wir müssen nur einmal kurz auf 75 kommen. So, zack, hohes Tempo. Bitte einmal auf 75%. Ich meine, wir sind doch hier geil ausgestattet. Es gibt keinen Grund, dass es nicht funktioniert. Das ist hier fast alles geil. Schöne Einschränkung. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell. Ja, auch das geht in Ordnung eigentlich. Guck mal, da kriegen wir auch noch so jemanden her. Auch hier können wir gerne einstellen. Alles für den Erfolg. Der muss doch irgendwie möglich sein. 75% für einen Augenblick. Come on. Da kann ich hier mal kurz gucken. Wie geht's denn überhaupt? Zufriedenheit, Gesundheit.
Schildkröten. Ja, da kann ich ja nichts. Sollen die sich kümmern, dass die rechtzeitig geheilt werden? Da sitze ich ja nicht drin. Wie können die nur verrecken? Ah, ich könnte natürlich geilere Geräte machen. Das wäre eine Idee. Das wäre sogar eine richtig geile Idee. Scheiße, wäre das eine gute Idee. Okay. Ich bin jetzt gespannt, ob ich da nicht ein bisschen zu viel upgrade erstmal. Aber ich werde es jetzt einfach mal brutal tun. Kann ich auch sagen, dass ich alles upgraden will? So frei nach dem Motto, warum nicht? Ach, ich habe noch nicht alles, was ich upgraden kann. Das ist natürlich schade. Ja, hier nehme ich nicht. Kann ich hier noch? Ja, komm, das geht alles. Auch hier natürlich. Weil ich es mir leisten kann. OP-Tisch leider auch noch nicht. So, Forschungsabteilung, wo haben wir die denn? Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Ah, nehmen wir hier auch gerne mal. Ah, diesmal mal wieder mit Feuer. Auch mal eine Abwechslung. Nee, wollte ich gar nicht jetzt. Ja. Forschung. Ich muss was auswählen am besten, ne? Dann nehme ich doch mal. Gute Frage, was ich nehme. Wo haben wir denn hier unser neuestes Ding? Da, Kryptologie. Projekt starten. Auf geht's. Ja, das kommt auch in besten Familien vor. Das mache ich gerne. Haben wir hier irgendwo einen Feuerlöscher rumliegen? Naja, jetzt gleich schon, hoffe ich. Irgendwo muss doch möglich sein. Nö, ist natürlich schade, ne? Tada! So. Und schon klappt es. Noch irgendwo was Brennendes. Boah, hier brennt es auch. Ah, da habe ich Feuerlöscher, das ist kein Problem. Nö, das, kommt noch alles. Dann bauen wir noch mal ein paar Hausmeister ein. Ach, mir egal. Wir müssen mal vorankommen. Ach ja. Irgendwann vielleicht. Positiv, aber hungerlaunig, das gleicht sich doch wunderbar aus. So, auch hier stellen wir einfach mal frech ein. In der Hoffnung, dass es schon irgendwie passt. Achtung, das Krankenhaus brennt. Ach, hat zumindest hier heilerisch begabt, ne? Scheiß auf die Motivation. Instandhaltung des Spritzenhauses erforderlich. Bilde 3 Mitarbeiter weiter. Ja, das kriege ich hin. Ich muss eh Weiterbildung machen. Wir brauchen hier ganz viel Allgemeinmediziner unter anderem. Oh, ich sehe gerade ein Problem. Objekte. Feuerlöscher.
Und von mir aus auch nochmal hier. Eins hin. So, passt. Wackelt, hat Luft. So, dann haben wir ganz viele Hausmeister, die hier Dinge machen können. Und wo ich hoffe, dass die auch Dinge machen werden. Denn sonst haben wir ein Problem. Naja. Im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Heilungsrate werden wir schon hin. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Nicht jetzt. Ich mache gleich meine eigene Weiterbildung. Und zwar bilde ich weiter. Verfügbare Kurse, Allgemeinmedizin. Wäre ganz cool, glaube ich, wenn wir hier mal ein paar Leute weiterbilden. Und starten. Oh, ich gebe im Moment Geld aus ohne Ende. Ich liebe es. Dafür ist Geld doch da. Uiuiui. Hier haben wir derzeit ein Problem und das haben wir doch erst gelöscht. Das geht so nicht. Dann kopieren wir nochmal das Gedöns hier und sagen, Mensch, Kines, der Megascanner muss gewartet werden. Wir brauchen da so eins, weil wir es können. So. Ich habe keinen Bock, da rumzudrehen, deswegen einfach so. Beförderung einstellen. Es heißt ja, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Will mehr Geld, das ist natürlich scheiße. Ständigen Brummen, Chirurgie, ein paar Excellence nehmen wir. Laut schmatzt. Welche Edelmetalle sind das? Naja, ach ja, warum nicht? Auflegen ist jedenfalls Platin. Aber wir brauchen unbedingt jemand, der hier in der Psychiatrie rocken kann. Oh Mann, das sind Personalkosten gerade. Ich liebe es. Wird schnell müde, günstig, langweilig, faul. Nein. Hat Potenzial, unermüdlich, krank. Ja, nehmen wir. Da ist auch jemand, jawohl. Perfekt. Was wollen wir mehr? Nicht jetzt, nicht jetzt. Ich wäre noch happy, wenn wir die Heilungsrate hinbekämen. Aber irgendwie zweifle ich gerade daran. Vor allem haben wir auch noch so viel, was wir reparieren müssen. Das ist eigentlich furchtbar. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Ui, 60 sind wir schon. Wie kommen wir denn dazu? Da ist irgendwo ein Fehler in der Matrix. Weiterbildung abgeschlossen. Ja, jetzt normalisiert sich das 45%. Wir sind wieder zu Hause quasi. Das geht ja auch gar nicht. Nee. Ich glaube, wir gehen auch die Heilungsrate beim nächsten Mal lieber an. Für heute verabschiede ich mich dann mal. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.